Hallo, Hallöle, liebe YouTube-Gemeinde und liebe Witmi-Gemeinde, hier ist die Saos, das ist mal wieder für euch. Wie ihr hier hinten schon lesen könnt und hier unten schon lesen könnt, geht es um die Comic-Con. Nicht wundern, dass ich hier Comic-Con mit K geschrieben habe, weil ich hatte kein C mehr in meiner Sammlung von Buchstaben. Deswegen wird hier Comic-Con mit K geschrieben, also die Convention an sich. Was möchte ich euch in diesem Video erzählen? Ich möchte euch erzählen, wie ich mich auf die Comic-Con, die in Berlin stattfindet, am Sonntag, also von Freitag bis Sonntag, vorbereite. Während ihr dieses Video schaut, bin ich schon fleißig unterwegs, in meinem Cosplay natürlich wieder, und erkunde die Comic-Con, mache Fotos mit Stars und hole mir Autogramm. Also dann, wie bereite ich mich am besten vor? Als allererstes, was das ganz Wichtigste ist, mein Cosplay. Ich bereite mich vor, als was möchte ich zur Comic-Con gehen. Das steht jetzt sogar noch ein bisschen in den Sternen, weil ich habe mir ein Kleid bestellt. Das passt nicht so wirklich und es ist auch nicht so wirklich der Stil des Charakters, den ich darstellen will. Mal wieder Diana, aber ich werde da schon noch was drehen mit der Bia von Bias Kostümparadies, wo ich auch schon mal Model war. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal das Video hier oben reinschauen. Nach dem Video. Das nächste, was ich mache, wenn ich mein Cosplay festgelegt habe, und das auch schon fast Monate vorher festgelegt wird, werde ich mich probeschminken. Mal wieder neue Make-up-Variationen ausprobieren. Das seht ihr ja alles, wenn ihr vielleicht die kommende Woche einfach mal hier in meinem Kanal vorbeischaut und da das Video von der Comic-Con vielleicht schon online kommt. Ja. Karten bestellen. Das ist das Wichtigste, was man machen kann, wenn man geplant hat, auf die Comic-Con zu gehen. Am besten bestellt euch die Karten frühzeitig, wie ich am Anfang des Monats. Wenn ihr Fotokarten haben wollt von den jeweiligen Stars, dann bestellt ihr euch auch rechtzeitig, weil es sind ja davon auch nur ein paar da. Wenn ihr die Karten habt, ganz wichtig, an einem sicheren Ort verstauen. Ganz, ganz wichtig, auch an den ihr euch noch erinnert. Nicht einfach verstecken, ja, ich finde die dann schon. Nein. An einen sicheren Ort verstauen. Kurz vor der Comic-Con kommt es dann darauf an, vielleicht sogar ein bisschen sein Englisch auf den Vordermann zu bringen, weil es kommen ja nicht nur deutsche Stars, sondern auch amerikanische bzw. englische Schauspieler, und da möchte man natürlich auch mit seinem Englisch glänzen und sich bei den Autogrammstunden sich dann auch mit ihnen ein bisschen minimal unterhalten. Ich treffe zum Beispiel Finn Jones, den kennt ihr vielleicht als die Iron Fist, oder Loras Tyrell aus Game of Thrones. Und wen ich mir auch noch vorgenommen habe, ist Anthony Potts. Den kennen vielleicht nicht mehr ganz so viele, aber er war damals ein Hauptcharakter meiner damals Lieblingsserie Primeval, die Urzeitmonster. Ich freue mich riesig, ihn zu treffen. Seine Schauspielkollegin Hannah Spirit ist auch mit dabei. Bereitet euch auf die Panel vor und schaut am besten am Anfang gleich, wo euer jeweiliger Panel stattfindet. Meistens hier auf der Mainstage. Und werdet euch auch klar, wenn ihr einen Fototermin macht, dass ihr dann nicht zu einem Panel gleichzeitig könnt, und rechnet die Zeit des Fototermins nicht einfach so lavida ein, sondern seid wirklich, wenn ihr die Erste sein wollt oder der Erste oder vielleicht auch nicht jetzt unbedingt der Letzte, dann kommt nicht vor dem Pfiff. Ganz wichtig, finde ich, für die Comic-Con ist der Hallenplan, und dass man sich, wenn man mit einer Gruppe geht, sich schon klar ist, wo man am besten als erstes hingeht, wie man fährt, welche Fahrgemeinschaft man gründet und so weiter und so fort. Einfach generell einen Zeitplan zu haben, in der Rücksicht auf die Panel und auf die Fototermine natürlich. Aber das ist auch gut, das vorher schon wirklich im Kopf zu haben. Als allerletzten Tipp oder Sache, die ich mache, bevor ich zur Comic-Con fahre: ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach auf die Comic-Con und stimme alles nochmal ab. Und man klärt das auch mit den Freunden. Und dann fährt man einfach los. Das war's mal wieder von mir für euch an diesem Sonntag. Ich stapfe jetzt weiter auf der Comic-Con rum. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche
Und vielleicht kommt ja diese Woche sogar schon das Comic-Con-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz, ganz, ganz schnell. Helft mir, die 100 zu knacken. Ich bin jetzt bei 90 Abonnenten und möchte natürlich gerne die 100 knacken. Dann tschüssi!